Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. So, und warum die Grünen jetzt mit Steuermitteln Kreuzfahrtschiffe bauen, die CO2 ohne Ende in die Luft blasen, das beantworten wir euch nach dem Intro. So, Axel, der Staat baut jetzt Kreuzfahrtschiffe. Die Meyer-Werft in Papenburg hat insgesamt in der Gruppe, die haben auch noch Niederlassung für Jahre in Finnland, 7.000 Beschäftigte. Das hätten wir beide vorher auch nicht gedacht. So. Ist schon ein großer Kurs. Das ist schon ein großes Ding. Und man kennt die Meyer-Werft meistens dadurch, dass wenn die so ein Schiff vom Stapel lassen, dann ist da irgendwie an dem Uferenden noch 3 Zentimeter Platz. Die Ems, ja, weil das alles sehr eng ist und da sind viele... Die ausgebaut worden für Millionen Euro Steuergeldern, wurde sie verbreitert, damit die da überhaupt bis zum Nordsee kommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Meyer-Werft eigentlich auch volle Auftragsbücher hat. Es aber üblich ist in dem Markt, dass 80% der Kosten oder der Kaufsumme erst bezahlt werden, wenn das Schiff vom Stapel läuft. Und das bedeutet natürlich für die Werft, dass sie jahrelang in Vorkasse treten muss. Das ist bei höheren Energiekosten, Löhnen etc. natürlich der Meyer-Werft nicht so möglich gewesen. Und jetzt, du, Axel, vielleicht können wir auch mal anrufen in Berlin. Ja, im Grunde genommen genauso wie mit uns. Ja. Wir zahlen die Fahrerlöhne, wir zahlen die Leasingraten, wir zahlen den Diesel, wir zahlen alles sofort und unsere Kunden, gerne auch aus Amerika, zahlen nach 60 Tagen. Aber Axel, und da werde ich jetzt mal Englisch, too big to fail, sind wir halt zu klein dazu. Ja. Die Probleme mögen dieselben sein, aber... Wir haben auch nicht 7.000 Leute. Wir haben nicht ganz 7.000 Leute. So, und 340 Leute werden jetzt erstmal entlassen, beziehungsweise die Arbeitsplätze fallen weg. Sozialverträglich freigestellt. Irgendwelche in Rente und so weiter und so fort. Das ist so das, was sie jetzt in die Waagschale werfen. Betriebsversammlung war auch. Da waren 2.500 Leute, Axel. Ja, das kennt man ja von der Hala. Da sind immer gut besucht, diese Veranstaltungen. Das ist der Entertainment-Faktor, muss da wohl ein bisschen größer sein. Ein Neustart der Werft. So, und jetzt kauft die Bundesrepublik Deutschland 80%. Die brauchen irgendwie, muss ich mal gucken, 3 Milliarden. 80%. So muss die Meyer-Werft zur Finanzierung von Schiffsneubauten bis Ende 2027 fast 2,8 Milliarden Euro aufbringen. Das ist natürlich auch viel. Und jetzt steigt die Bundesrepublik Deutschland mit ein. Und schwuppdiwupp sind die Banken bereit, auch wieder Kredite zu geben. Genau, wir haben 80% sozusagen im Staatsbesitz und daher meine etwas provozierende Aussage. Letztendlich produziert eine grüne Bundesregierung jetzt Kreuzfahrtschiffe. Ja. Alles das, was sie nicht wollen, das wird jetzt gerade gemacht. Und auf der anderen Seite sagen wir immer, uns fehlen Arbeitskräfte auf jeden Fall und überall suchen wir welche. Jetzt hätten wir 7.000 gehabt. Aber kommen jetzt nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das kommt ja, das muss man auch denen ein bisschen zugute heißen. Da in Papenburg ist ja nicht viel außer die Meyer-Werft und deren Zulieferer. Ich glaube, unser Freund Krone würde gerne noch ein paar Leute einstellen, die auch Lust haben. Das ist alles, die kennen sich auch alle. Die heißen auch alle Bernhard. Ja. Bernhard Krone. Heißt ja auch Bernhard Meyer. Der heißt auch Bernhard Meyer. Weißt du, die gibt es auch noch, die Familie Meyer, Eignerfamilie Helting, in kommenden Jahren etwa 20% und hat, hier steht es geschrieben, eine Art Rückkaufoption. Das finde ich schon so eine Art. Ja, also wenn die wieder auf ihre Füße kommen, dann gibt es auch die Firma wieder zurück. Eigentlich eine super Geschichte, aber wir wissen ja alle, Holzmann und was das schon alles für Rettungsaktionen gab in der deutschen Geschichte, von Dauer waren sie selten, weil irgendwo in der Markt dann doch zugeschlagen hat. Und wenn das Geschäft, Kreuzfahrtschiffe zu bauen, so schlecht bezahlt wird, dass man es eigentlich gar nicht finanzieren kann in Deutschland, dann wird uns auf Dauer der internationale Markt überholen und die Koreaner und die Japaner, die es jetzt schon machen und vielleicht noch ein paar, die wir noch gar nicht wissen, wird das immer ein schwieriges Geschäft bleiben und letztendlich auch ein Zubuttergeschäft. Und wenn weiter Steuergelder gebraucht werden, um deutsche Kreuzfahrtschiffe irgendwann zu sehen, dann ist es so, dann muss man sich auch dazu bekennen.
Ich finde es nur immer ein bisschen fragwürdig, wenn man auf der einen Seite unbedingt solche Sachen oder gar nicht haben will und sie dann doch trotzdem finanziert. Da muss man sich schon für eine Seite tatsächlich entscheiden. Und es ist so, das steht jetzt hier nicht geschrieben, das haben wir im Radio gehört in den letzten Wochen. Da gab es ja wohl irgendwelche Reporter, Journalisten, die das aufgedeckt haben. Wenn es richtig gut läuft, dann schreiben die eine schwarze Null mit so einem Schiff. Eigentlich legen sie noch was drauf. Ja. Weil die Preise international so gedrückt werden, dass der Meier sagen muss, okay, ich steige dafür ein, sage ich mal 30 Millionen, ich bräuchte aber eigentlich 35 Millionen, denke ich mir jetzt aus. Dann macht das für 30 und am Ende des Tages fehlen 5. Vielleicht sollte man doch lieber Wärmepumpen statt Kreuzfahrtschiffe bauen. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt! Wer fängt an? Axel, ne? Ja. Also Plass. Oder war ich? Ich? Oder? Nee, Plass ist dran. Plass ist dran. Ja. Ja. So, also. Folge 5, Tag 1.